Eichmeier. Ich bin Universitätsprofessor für globale Analysis und Differentialgeometrie an der Universität Wien. Also ein Teilbereich der Mathematik. Es ehrt mich sehr, dass ich auf Bitte der ukrainischen Botschaft hier vor Ihnen sprechen darf. Ich habe in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht, was mich von meiner Kindheit im oberen Salzkammergut hier, heute, vor Ihnen an diesen Ort geführt haben könnte. Ich werde also in meiner Rede über Konstruktionen von Identität sprechen. Genauer werde ich über die Konstruktion meiner eigenen, meiner persönlichen, österreichischen Identität sprechen. Identität ist ein Prozess und ebenso nicht verhandelbar wie das Recht auf die eigene Geschichte oder das Recht auf die eigene Stimme. Die österreichische Geschichte und in besonderer Weise die Stimmen der österreichischen Literatur haben ihre eigenen Begriffe und Figuren für Krieg. Darauf werde ich in meiner Rede näher eingehen. Ich halte es für zutiefst problematisch, wenn die Geschichten anderer entfremdet oder gleich ganz überschrieben werden. Wenn also in andere als die eigenen Geschichten geschlüpft wird und sie fremd betrieben werden. Ich bin der Überzeugung, dass sehr viel Furchtbares, das in unserer Welt geschieht oder sich bereits ereignet hat, darauf zurückzuführen ist, dass gewaltsam in persönliche Geschichten, persönliche Stimmen und persönliche Identitäten eingedrungen wird bzw. eingedrungen wurde. Es folgt daraus fast unweigerlich die Entmenschlichung. Das Instrument der Wahl ist in der Regel die Masse mit ihrer eigenen Psychologie, die die Vernunft und die Güte und das Gewissen der Einzelnen überschreiten kann. So wie ich mich als Österreicher verstehe und begreife, das hat sich im Laufe meines Lebens mehrmals wesentlich verändert. In meiner Kindheit und frühen Jugend habe ich nicht viel weiter darüber nachgedacht. Es war auch nie wirklich zur Diskussion gestanden. Als ich dann 16 Jahre alt war, kurz vor meiner eigenen Matura, hat mein Deutschlehrer etwas Sonderbares gesagt. Wenn ich Rilke lese, dann weiß ich, dass ich kein Deutscher bin. Das entsprechende Begreifen meiner Zugehörigkeit nach Österreich sozusagen durch Ausschluss, ich gehöre hierher, weil ich sonst nirgendwo hingehöre, war für mich viele Jahre im Vordergrund. Ich habe von meinem 19. bis zu meinem 32. Lebensjahr nicht in Österreich gelebt, sondern in London, Palo Alto, Cambridge, Massachusetts, Melbourne, Potsdam, wieder Cambridge, Massachusetts und Zürich. Die Konstruktion meiner bejahenden österreichischen Identität, wie sie im Wesentlichen bis heute besteht, sie ist in der Distanz geschehen. Die wesentlichen Zuflüsse dieser meiner persönlichen österreichischen Identität sind für mich ganz klar die brillanten Stimmen der österreichischen Literatur, die in mir und mit mir eben ganz anders klingen als alle andere Literatur für mich. Ich werde heute darüber sprechen, was die aktuellen Geschehnisse, das Unfassbare, das nun allen UkrainerInnen zugestoßen ist, in meiner eigenen österreichischen Identität auslösen. Auf die Möglichkeit hin, dass auch andere etwas damit anfangen können. Bevor ich diese Stimmen in mir zur Sprache bringe, ich werde aus Thomas Bernhard, Erich Fried, Ingeborg Bachmann und Stefan Zweig lesen, möchte ich noch kurz über meine eigenen Ursachen sprechen. Ich wurde also 1983 in Vöcklabruck geboren und bin mit meiner Mutter, ihren Eltern und dem Bruder meiner Mutter in der Gemeinde Besselbrunn im oberösterreichischen Salzkammergut aufgewachsen. Meine Familie hat mich immer sowohl im Denken als auch im Spüren unterstützt und bestärkt. Ich durfte immer sprechen. Das glückliche Kind, das ich für sie gerne gewesen wäre, das konnte ich nicht sein. Die Kulissen meiner Kindheit, ein Steinwurf vom Traunfall sind auch Schauplätze von Weltliteratur, besonders eben der österreichischen Nachkriegsliteratur und dabei vor allem jener von Thomas Bernhard und von Christoph Franzmeier. Der Vater des österreichischen Regisseurs Stefan Ruzowitzki lebt in meinem Heimatdorf, bekanntlich einem Objekt mit der Nummer 21. Der Besselbrunner Schriftsteller Rudolf Habringer hat in seinem Roman Liebes Kind, eine Erfindung, auch den besonderen Schmerz, der meiner Familie zuteil wurde, aufgenommen.
Zu den immer in mir klingenden Stimmen meiner Kindheit gehören auch jene der Wehrdienstverweigerer. Aus Gewissensgründen, die mich auf der Rotkreuzdienststelle meiner Mutter Huckepack getragen haben, sowie die von Pfarrer Josef Friedl, der Religionslehrer meiner Mutter, der mich nicht nur getauft, sondern auch für mein Leben tief beeindruckt hat. Pfarrer Friedl hat am 10. Juli 2010 eine wichtige Rede am Heldenplatz gehalten, aus der ich hier zitieren muss. Pfarrer Friedl sagt: Ich will Österreicher und Europäer sein und versuche, Christ zu sein. Ich sehne mich nach einem Europa, wo niemand draußen sein muss, wo alle europäischen Staaten Platz haben. Verletzen wir nicht Kinder, die hier integriert sind. Machen wir einen Schlussstrich unter die Vergangenheit. Denn die Kinder, die jetzt verletzt, zerstört, verwundet oder traumatisiert werden, werden die EU-Bürgerinnen und Bürger von morgen sein. Wir wollen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die einander in die Augen schauen können, die dann nicht in einigen Jahren belastete Vergangenheit aufarbeiten müssen, sondern die mit Kraft ein Miteinander in Solidarität leben, in Frieden leben dürfen, nicht Angst haben müssen und Welt gestalten. Das ist Leben und Hoffnung. Ich lade alle ein. Bitte vergesst die nicht, die Sie kennen, die abgeschoben wurden, mit denen Sie Kontakt haben. Denn vergessen werden ist das Schlimmste. Ich kann der Familie Zogai, Aregona, der Mutter und den Kindern nur sagen: Ich werde euch nicht vergessen. Josef Friedl in seiner Rede am Heldenplatz am 10. Juli 2010. Der erste literarische Text, den ich lesen werde, stammt von Thomas Bernhard. Und zwar nicht aus dem Untergeer, in dem meine Heimatgemeinde Deserum ganze 56 Male genannt wird, in zwei Sätzen jeweils gleich 5 Male. Der gelesene Text stammt aus Bernhards Autobiografie, Die Ursache, eine Andeutung. Ich habe darin die Stelle ausgewählt, in der Bernhard, so vermute ich jedenfalls, den endgültigen Auslöser seines literarisen Thomas-Bernhard-Seins markiert. Er schreibt dort, wie er 1944, 12-jährig, nach einem Luftangriff auf die Altstadt von Salzburg mit Mitschülern durch das zerbombte Salzburg läuft. Thomas Bernhard, eine österreichische Stimme über den Krieg. Den Dom hatte eine sogenannte Luftmine getroffen und die Domkuppel war in das Kirchenschiff gestürzt und wir waren gerade im richtigen Zeitpunkt auf dem Residenzplatz angekommen. Eine riesige Staubwolke lag über dem fürchterlich aufgerissenen Dom und dort, wo die Kuppel gewesen war, war jetzt ebenso ein großes Loch und wir konnten schon von der Slama-Ecke aus direkt auf den großen, zum Großteil brutal abgerissenen Gemälde auf den Kuppelwänden schauen. Sie ragten jetzt, angestrahlt von der Nachmittagssonne, in den klarblauen Himmel. Wie wenn dem riesigen, das untere Stadtbild beherrschenden Bauwerk eine entsetzlich blutende Wunde in den Rücken gerissen worden wäre, schaut es aus. Der ganze Platz unter dem Dom war voll Mauerbrocken und die Leute, die gleich von uns allen Seiten herbeigelaufen waren, bestaunten das exemplarische, zweifellos ungeheuer faszinierende Bild, das für mich eine Ungeheuerlichkeit als Schönheit gewesen war und vor dem für mich keiner Schrecken ausgegangen war. Auf einmal war ich mit der absoluten Brutalität des Krieges konfrontiert, gleichzeitig von dieser Ungeheuerlichkeit fasziniert und verharrte minutenlang, wortlos, das noch in Zerstörungsbewegung befindliche Bild, dass der Platz mit dem kurz vorher getroffenen und wild aufgerissenen Dom für mich als gewaltiges, unfassbares gewesen war, anschauend. Dann gingen wir, wo alle anderen hingingen, in die Kaigasse hinüber, die von Bomben beinahe zur Gänze zerstört war. Lange Zeit standen wir, zur Untätigkeit verurteilt, vor dem riesigen, qualmenden Schutthaufen, unter welchen, wie es hieß, viele Menschen wahrscheinlich schon als Tote begraben waren. Wir schauten auf die Schutthaufen und die auf den Schutthaufen verzweifelt nach Menschen suchenden. Die ganze Hilflosigkeit der plötzlich unmittelbar in den Krieg hineingekommenen hatte ich in diesem Augenblick gesehen. Den vollkommen ausgelieferten und gedemütigten Menschen, der sich urplötzlich seiner Hilflosigkeit und Sinnlosigkeit bewusst geworden ist. Nach und nach waren immer mehr Rettungsmannschaften gekommen und wir
erinnerten uns plötzlich unserer Anstaltsordnung und kehrten um. Aber wir gingen dann doch nicht in die Schrannengasse, sondern in die Gstettengasse, aus welcher ebenso große Zerstörungen wie in der Kaigasse gemeldet worden waren. In der Gstettengasse, in dem uralten Haus links vom Mönchsaufzug, das zu dieser Zeit noch Verwandten von mir gehörte, die zweifellos zur Zeit des Angriffs in ihrem Haus gewesen waren, habe ich von dem Haus meiner Verwandten ab fast alle Gebäude vollkommen vernichtet gesehen. Ich hatte bald die Gewissheit, dass meine Verwandten, ein über 22 Nähmaschinen um ihre Opfer herrschender Schneidermeister und seine Familie, lebten. Auf dem Weg in die Gstettengasse war ich auf dem Gehsteig von der Bürgerspitalskirche auf einen weichen Gegenstand getreten. Und ich glaubte, es handle sich, wie ich auf den Gegenstand schaute, um eine Puppenhand. Auch meine Mitschüler hatten geglaubt, es handle sich um eine Puppenhand. Aber es war eine von einem Krieg abgerissene Kinderhand gewesen. Erst bei dem Anblick der Kinderhand war dieser erste Bombenangriff amerikanischer Flugzeuge auf meiner Heimatstadt urplötzlich aus einer den Knaben, der ich gewesen war, in einen Fieberzustand versetzenden Sensation zu einem grauenhaften Eingriff der Gewalt und zur Katastrophe geworden. Und als wir waren mehrere von dieser über die Staatsbrücke und gegen alle Vernunft nicht in das Internat zurück, sondern zum Bahnhof hinausgelaufen und in die Fanny von Lennartstraße hineingegangenen sind, wo Bomben in das Konsumgebäude gefallen waren und viele